Mein Vater war dann 1990 gleich mit einer Frau zusammengekommen aus Göttingen, eine linksalternative Lehrerin, die das, glaube ich, auch schick fand mit so einem Ossi-Mann und seiner Tochter. Alleinerziehender Mann geht sowieso immer total gut. Und dann haben wir dort hospitiert an dieser Gesamtschule in Göttingen. Integrierte Gesamtschule. Du bist quasi nach Göttingen gezogen, richtig? Nee, wir sind eine Woche dort zu Gast gewesen. Genau, wir haben durchgängig hier im Prenzlauer Berg und dann in Eichwalde gewohnt. Und dann waren wir eine Woche, zwei Freundinnen und ich, bei dieser Lehrerin zu Gast an der Schule. Es war halt so ein super Austauschprogramm. Da gab es noch unsere alte Schule, unsere Ostschule war quasi im großen Fragezeichen, wie geht es weiter? Und dann sind wir dort an der Schule gewesen und da gab es Tischgruppen, es gab runde Kreide, abgerundete Kreide und die Schüler duzten ihre Lehrer. Und ich weiß noch den ersten Morgen, den wir drin waren, ich meine, da müssen wir ja auch so 12 gewesen sein. Die Lehrerin kam rein und es war so Morgen-Ankommen-Stimmung und alle haben so gegessen und so. Und wir drei sind aufgestanden, weil wir halt den Lehrer begrüßen wollten, weil wir ja so gut erzogen waren. Immerhin haben wir keinen Pioniergruß mehr gemacht zum guten Morgen, sondern wir sind einfach nur aufgestanden. Wir fanden uns ja schon sehr lässig, dass wir an unserer Schule nur noch aufstanden und nicht mehr Gruß machten oder gerade standen, sondern nur so, hey, guten Morgen. Aber die haben sich natürlich alle schlapp gelacht. Die haben so über uns gemacht und wir waren so blöde. Und wir sahen natürlich auch aus wie olle Ossis, also man spürte das und dann standen sie in den Pausen da und haben gerufen, na, Banane, Banane. Und dann waren wir bei der Familie vom Bürgermeister eingeladen, weil der Sohn ging da eben in diese Klasse, hatte eine Hausfrau zu Hause und alles war so für uns super reich und schick und elegant und so weiter. Dann war der Tisch so eingedeckt und dann guckten die richtig, ob wir jetzt zum Besteck greifen oder nicht. Das waren Fremde, die einander. Und wir waren ja vollkommen unbedarft. Dann fragten die, und wie sind eure Noten in der Schule? Und wir waren natürlich brave Russischschülerinnen, alle 1er, 2er Bereich, voll die Streber. Ach ja, die Lehrer kriegen ja auch Prämien im Osten. Das war dann auch so viel Wissen, was uns dann so gesagt wurde. Und wir wussten gar nichts. Wir waren vollkommen blöde und haben uns alles erzählen lassen und waren so hin und her gerissen zwischen diesen, wir wollen gern gefallen, wir wollen auch gern zu den Neuen gehören und gleichzeitig dieses, die Familien und das Alte und das Eigene verteidigen. Und das war schon auch mit viel Reibung verbunden. Die waren für uns schräg, aber die waren definitiv cooler. Also ich jedenfalls hatte nicht so eine, also ich hatte dann später so eine, geil, ich bin Ossi und ich bin super links und ihr könnt mir alle mal und so, auch so eine Phase. Aber zu der Zeit hatte ich eher so eine, ich bin halt nur ein scheiß Ossi. Also ich habe keine Ahnung, ich sehe blöd aus, meine Klamotten sind oll, ich habe keine Barbie-Puppen und ich habe das schon auch so angenommen. Also wie seid ihr denn aus? Naja, blöde kurze Haare und so ganz doofe Anziehsachen, keine coolen Jeans und so ohne, ich meine, ich hatte auch nicht so wirklich Geschmack. Nee, ich habe ja auch ganz viele Klamottenspenden sozusagen angehabt, die mein Vater von irgendwelchen netten Frauen, die ihn angehimmelt hatten und die sich in sein Herz schleichen wollten, indem sie sagen, ach, hier, bring doch deiner Tochter das mit und so. Und es war echt auch viel Scheiß dabei. Aber ich habe das nicht, also ich habe das einfach angezogen und nicht weiter reflektiert. Aber im Laufe der Zeit hat sich das dann auch gebessert. Wie gesagt, also ein alleinerziehender Vater geht echt gut weg und das waren alles mögliche Frauen, die den halt retten wollen und lieben wollten und weiß nicht, waren genug.